Es gibt genau drei Gründe, weshalb Studenten im Studium nicht die Ergebnisse erzielen, die sie sich eigentlich wünschen. Umgekehrt gibt es genau drei Schritte, die du machen kannst, um dein Studium in kurzer Zeit zu retten. Vorab, falls du neu dabei bist, mein Name ist Luis, ich bin Masterstudent in Wirtschaftsinformatik und habe es von einem 3-Abi zum 1er-Studenten geschafft. Als ich am Anfang meines Studiums war, gab es allerdings sehr viele verschiedene Dinge, die mich komplett überfordert haben. Das ganze Credit-System, Anmeldungen für Prüfungen, die ganzen Termine, an die man denken muss, alles war mir am Anfang schon bisschen zu viel. Aber der zentralste Aspekt war natürlich das Lernen. Gerade das Lernen ist im Studium ein Punkt, bei dem man viel zu wenig Hilfestellungen kriegt. Alles andere wird in der ersten Woche meistens zumindest mal kurz erklärt, aber wie man richtig lernt und worauf man achten muss, sagt dir keiner. Auch ich hatte damit am Anfang meines Studiums große Probleme, aber im Laufe meines Bachelors- und Masterstudiums habe ich dann gelernt, worauf es beim Lernen fundamental ankommt. Tatsächlich wird Lernen ziemlich einfach, sobald man diese Punkte verstanden hat. Und alles, was du dafür kennen musst, ist dieses Dreieck. Richtig. Dieses Dreieck beschreibt die drei zentralen Aspekte im Studium, die dazu führen, dass du grundsätzlich weniger Probleme hast und bessere Noten schreibst. Das galt übrigens auch schon in der Schule, aber jetzt im Studium macht es den entscheidenden Unterschied. Du setzt dich ab und zu mal mit den Lerninhalten auseinander und gehst vielleicht sogar zur Vorlesung, auch wenn du da jetzt nicht immer hundertprozentig zuhörst. Dann, sobald es an die Klausurvorbereitung geht und du die ganzen Inhalte noch einmal durchgehst, denkst du dir viel zu oft, ach, das Thema ist eigentlich nicht so wichtig. Nicht, weil es wirklich nicht wichtig ist, sondern einfach, weil du keine Lust hast, dich damit auseinanderzusetzen. Stattdessen guckst du dir nur die Übungsaufgaben an und liest dir einmal das Skript durch. Manchmal schreibst du dir auch einzelne Punkte mal raus, aber das ist eher selten. Am Ende gehst du in die Klausur und schreibst logischerweise keine gute Note, weil du viel zu schlecht vorbereitet bist. Der Typ, den ich da gerade beschrieben habe, das bin eigentlich ich vor 4 bis 5 Jahren. Genau so sah es nämlich bei mir aus, bevor ich dann die 3 Punkte aus diesem Video verstanden habe und seitdem wirklich fast nur noch Einsen schreibe. Wenn du dich auch in dieser kurzen Story wiedererkannt hast, dann ist Lernzeit ein zentrales Problem in deinem Studium. Aber was ist Lernzeit? Lernzeit besteht aus 2 Unterpunkten, einerseits dem Countdown und andererseits der Schreibtischzeit. Der Countdown beschreibt, wie viele Tage du vor der Klausur anfängst zu lernen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, an dem mindestens 80% aller Studenten scheitern. Du denkst dir ein paar Wochen vor der Klausur, dass ja noch Zeit ist und schiebst es so lange auf, bis nur noch wenige Tage übrig sind. Das Problem ist dann, dass es fast unmöglich ist, Themen gut genug durchzugehen, um wirklich gut vorbereitet zu sein. Du bist dann gezwungen, komplizierte Themen zu überspringen und zu hoffen, dass die nicht drankommen. Stattdessen prügelst du dir so viel wie möglich in dein Kurzzeitgedächtnis, bevor du dich dann auf den Weg zur Klausur machst. In der Klausur ist es dann nicht selten, dass man jede zweite Aufgabe nicht beantworten kann und wenn man Glück hat, besteht man mit einer 4-0, aber oftmals nicht mal das. Glaub mir, in der Situation war ich damals auch. Das ist also der Countdown, wie weit du vor der Klausur anfängst zu lernen, aber selbst wenn du früh genug anfängst, kannst du große Probleme kriegen. Da kommt das Konzept der Schreibtischzeit ins Spiel. Die beschreibt nämlich die Zeit, die du aktiv am Schreibtisch sitzt und lernst. Du kannst zum Beispiel einen Monat vor der Klausur anfangen zu lernen, aber wenn du in den ersten Wochen nur 2 Stunden pro Woche lernst, dann hast du am Ende trotzdem das Problem, dass du viel zu viel übrig hast für viel zu wenig Tage. Es ist deshalb also wichtig, darauf zu achten, dass du nicht nur früh genug anfängst, sondern dass du in der Zeit, wo du dann für die Klausur lernst, auch wirklich genug Zeit am Schreibtisch verbringst, um alles durchzugehen und nicht irgendwie noch in Zeitnot zu kommen. An dieser Stelle noch 2 Sätze Real Talk, die meisten wahrscheinlich dringend hören sollten. Wenn du dich in deinem Leben für so etwas wie das Studium entschieden hast, dann nimm es auch ernst. Nicht für den Prof, nicht für deine Eltern und auch nicht für irgendeinen späteren Job, sondern einfach für dich selber. Damit du auch mal stolz sein kannst, wenn du die 1,0, 1,3 oder was auch immer in der Hand hältst und nicht immer mit einem schlechten Gewissen aus jeder Klausur reinkommst, weil du gar nicht dein Potenzial nutzt und das eigentlich auch selber weißt. Bei guten Noten geht es nicht unbedingt darum, anderen Leuten etwas zu beweisen, auch wenn das natürlich ein Faktor ist. Im Endeffekt zeigst du aber auch dir selbst, dass du etwas drauf hast, dass du dich zum Beispiel mit einem Thema gut auseinandersetzen kannst, dass du die Mühe reinstecken kannst und dann die passenden Ergebnisse kriegst. Letztendlich ist die Lernzeit im Studium wirklich zentral. Wir haben oftmals so viel Lernstoff vor uns, dass es wichtig ist, früh genug und regelmäßig dafür zu lernen. Fang mindestens 4 Wochen vor der Klausur an, intensiv dafür zu lernen. Das ist meistens genug Zeit, um dich auch für mehrere Klausuren parallel gut vorzubereiten. Für deine Lernzeit ist allerdings wichtig, einen Plan zu haben, vor allem wenn du in kurzer Zeit mehrere Klausuren schreibst. Und das bringt uns zum zweiten Aspekt. Der nächste Punkt wird von fast allen Studenten komplett unterschätzt und genau das führt dazu,
dass diejenigen, die sich mal kurz die 10 Minuten nehmen, um das zu machen, einen riesen Vorteil haben. Stell dir vor, du setzt dich ins Auto und möchtest zu einem bestimmten Ziel fahren. Du gibst also in Google Maps den Ort ein und die App zeigt dir an, es sind 35 Kilometer bis zum Ziel. Du drückst auf Start, aber die App zeigt dir weiterhin einfach nur die 35 Kilometer an. Die sagt dir nicht, wie du fahren musst oder wann du links bzw. rechts abbiegen musst. Einfach nur 35 Kilometer. Genauso ist das Lernen für diejenigen, die keinen Plan haben. Das Einzige, was du dann weißt, dass in 3 Wochen deine Klausur ist. Das sind diese 35 Kilometer. Was du allerdings nicht weißt, ist, wie viel du lernen musst. Wie viele Foliensätze gibt es überhaupt? Wie viele Übungsaufgaben musst du durchgehen? Wie viel musst du am Tag für diese Klausur letztendlich auch lernen? Das führt einfach dazu, dass du dich auf dem Weg mehrfach verfährst. Dass du zu viel Zeit für eher weniger wichtige Themen investierst, einfach weil du die Zeit nicht im Blick hast. Oder dass du dich zu sehr auf eine Klausur konzentrierst, aber alle anderen Klausuren, die danach kommen, zu stark vernachlässigst. Wenn du einen Plan erstellst, weißt du allerdings, dass du Montag für Mathe und Statistik und Dienstag für Programmierung lernen musst. Bildlich gesprochen weißt du dann ganz genau, wann du links oder rechts abbiegen musst und kommst so, ohne dich zu verfahren, zum Ziel. Schau dir deshalb immer erstmal an, wie viel du lernen musst. Geh erstmal die einzelnen Themen des Moduls durch und schreib die in eine Liste. Dann öffnest du kurz die Vorlesungsfolien und rechnest die Gesamtzahl an Vorlesungsfolien aus. Zuletzt sammelst du dann noch die Anzahl der Übungsaufgaben und bist damit schon mal gut vorbereitet. Im Anschluss guckst du, wie viele Tage du noch bis zur Klausur hast und verteilst die verschiedenen Aufgaben gleichmäßig auf die ganzen Lerntage. Beispielsweise 600 Vorlesungsfolien geteilt auf 30 Tage bis zur Klausur sind 20 Folien pro Tag. Eventuell machst du nicht ganz 30 Tage, sondern 25 Tage, damit du noch ein bisschen Puffer hast. Und dann hast du eine konkrete Anzahl, die du pro Tag durchgehen musst, wo du weißt, wenn ich das schaffe, bin ich gut vorbereitet. Das alles klingt nach viel Arbeit, ist in Realität allerdings eine Sache von wirklich nur 10 Minuten. Ich mache das zum Beispiel immer in meinem Study System. Ich lege mir bis zum Klausurtermin Lerntage an und schreibe mir rein, welche Fächer und welche Themen ich an diesen Tagen durchgehen muss. Wichtig ist, dass ich dabei grundsätzlich mehr als einfach pro Tag einplane, weil ich irgendwann mal von dem Interleaving-Lernkonzept gehört habe, das ausprobiert habe und wirklich gemerkt habe, dass das gut funktioniert. Im Endeffekt beschreibt das einfach nur, dass wir mehr als einfach pro Tag lernen sollen, weil wir dadurch ein bisschen mehr Abwechslung haben, das Gehirn einerseits ein bisschen Verknüpfungen auch zwischen den Fächern bilden kann, sich Sachen besser merken kann und es auch einfach mehr Spaß macht, wenn man nicht den ganzen Tag das gleiche Fach lernt. Aber zurück zum Lernplan. Natürlich klappt das mit dem Plan nicht immer und man braucht manchmal länger für Aufgaben. In dem Fall übernimmst du den Rest einfach für den nächsten Tag und versuchst es dann aufzuholen. Hier noch ein wichtiger Tipp. Wenn du manchmal zu lange an einem eher weniger wichtigen Thema festhängst, dann muss man das manchmal auch einfach überspringen und vielleicht am Ende nochmal kurz darauf zurückkommen. Aber man sollte sich jetzt nicht unendlich lange mit einem Thema befassen, das vielleicht gar nicht mal so relevant ist. Neben deinem Lernplan kannst du auch dein gesamtes Studium im Study System organisieren, von allen Modulen über deine Klausurtermine bis hin zu deiner Abschlussarbeit. Mittlerweile nutzen das fast 2000 Studenten in ihrem Studium, deshalb schaust dir gerne mal auf lewisnewton.de an. Und wenn du jetzt Lernzeit und Lernplan im Griff hast, dann brauchst du nur noch eine einzige Sache. Zum dritten Thema gibt es grundsätzlich sehr viel zu erzählen. Du findest zum Beispiel hier auf YouTube oder auf TikTok, Instagram, wo auch immer, hunderte Videos zu dem Thema und im Endeffekt sagt jedes Video mehr oder weniger das Gleiche. Was ich jetzt im Laufe meines Studiums und durch die ganzen Videos, die ich mir natürlich auch angeschaut habe, herausgefunden habe, dass alles zusammen im Endeffekt nur ein zentrales Grundkonzept hat. Und dieses Grundkonzept ist Active Recall. Und ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich für dich auch nicht mehr sonderlich neu. Aber was für dich neu sein wird, ist, dass du im Endeffekt für Active Recall nur eine einzige Sache verstehen musst und dann dein Lernen einfach nur darauf anpassen musst. Wir lernen nicht, wenn wir neue Informationen in unseren Kopf reinpacken. Das heißt, wenn wir Sachen durchlesen, uns anhören oder Videos dazu schauen. Erst wenn du die Informationen aus deinem Gedächtnis rausholen musst oder das Ganze wirklich getestet wird, dann fängst du an, wirklich zu lernen. Konkret bedeutet das durch Fragen, durch Karteikarten, Übungsaufgaben, all das sollte zentraler Bestandteil deines Lernprozesses sein. Meine Methode dafür ist, aus den Vorlesungsfolien einen Fragenkatalog in meinem Study System zu machen. Ich gehe die Inhalte durch und schreibe sie mir dann als Frage auf. Diese Methode führt dazu, dass ich 3 Vorteile gegenüber allen anderen habe. Erstens, ich muss über das Thema wirklich nachdenken, um daraus eine sinnvolle Frage zu machen. Erst, wenn ich halbwegs verstehe, worum es geht, kann ich daraus auch eine Frage machen. Zweitens, ich kann mich im Anschluss mit diesen Fragen direkt aktiv abfragen. Wie gesagt, wir lernen, wenn wir abgefragt werden und das ist eine der Möglichkeiten, um sich aktiv abzufragen.
Drittens, ich lerne die Inhalte direkt in Prüfungsform. In einer Klausur werden Sachen natürlich immer als Frage oder Aufgabe formuliert und wenn ich das quasi schon genau so gelernt habe, dann muss ich im Anschluss gar nicht umdenken. Das ist dann genauso, wie es auch in meinen Unterlagen steht. Diese Methode ist eine Art des Self-Quizzings und hat dazu geführt, dass meine Noten wirklich deutlich besser geworden sind im Laufe der Zeit, wo ich angefangen habe, das mal auszuprobieren. Wenn du das auch schon machst oder ab jetzt so machen möchtest, gibt es übrigens noch eine relativ einfache Methode, um die Fragen im Anschluss von Notion in Anki zu exportieren. Habe ich dir in diesem Video hier schon mal gezeigt, falls dich das interessiert. Und ansonsten gibt es mehr Informationen zu dieser Lernmethode, um bessere Noten zu schreiben, in diesem Video hier. Freunde, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Peace.